Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Ich spiele ausnahmsweise mal eine vor dem Frühstück Runde Solo, weil ich noch ein paar Herausforderungen erledigen wollte. Dabei ist mir dann die Waffe des Mandalorianers in die Hand gekommen, sprich sein M-Ben Scharfschützengewehr. Und ich habe so den Eindruck, dass diese Waffe viel zu OP ist. Das Match gibt es leider nur im Replay, da ich vergessen habe aufzunehmen. Es ging ja letztendlich auch nicht um ein Gameplay und um den Sieg, sondern um Herausforderungen und die habe ich halt nicht aufgenommen. Aber jetzt zum Schluss habe ich gedacht, kann ich euch das mal zeigen, wie stark diese Waffe ist. Wir sind noch zu zweit auf der Map-Endzone, ziemlich eng auch schon. Und mit diesem Scharfschützengewehr sieht man wirklich alles. Ich habe fast jeden Kill mit diesem Scharfschützengewehr gemacht. Der Gegner vor mir boxt sich ein, aber ich sehe ihn trotzdem. Das heißt, ich kann ohne zu bauen dahin schleichen, im Schatten dieser Treppe. Und er sieht mich nicht. Er hat selbst einen Sniper, so, und das war's. Und deshalb meine Frage, ist diese Waffe einfach zu OP? Wir schauen uns das Ganze gleich mal aus seiner Perspektive an, also aus der Perspektive des Gegners. So, nun das Ganze aus der Perspektive des Gegners. Er hat auch eine Sniper, ein schweres Repetier-Scharfschützengewehr. Ihm ist ja klar, dass ich hier irgendwo rumlaufen muss. Da die Zone schon relativ eng ist, bleibt ja nicht viel übrig. Er hat wohl festgestellt, dass ich in dem Gebauten, aus dem er gekommen ist, nicht drin bin. Er baut sich jetzt selber ein und hat aber quasi gegen mein M-Scharfschützengewehr mit Infrarot Sucheinrichtung keine Chance. Und daher frage ich mich, ob diese Waffe vielleicht ein wenig zu OP ist. Gut, die wird wahrscheinlich selten im Endkampf benutzt, sondern eher im Fernkampf, aber mich hat es jetzt halt mal gereizt, das Ganze im Endkampf zu benutzen. Der Schuss kam für ihn wie aus dem Nichts und er hat sich wahrscheinlich gewundert, warum er tot ist. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut.